koreanischen Küche wie Ikram Uo. Heute zeige ich euch ein einfaches, schnelles Rezept, den Hähnchenkeulen. Das geht echt schnell. Und ja, was wir dafür benötigen ist Hähnchenkeulen, Kartoffeln. Ich habe die so in Scheiben geschnitten. Ihr könnt die schneiden, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch andere Gemüsesorten dazu machen oder hinzufügen. Und die Gewürze ist Paprika, Ingwer, Knoblauch, Kurkuma, Curry und Knoblauchpulver und Salz natürlich. So, ich habe hier ca. 10 Stück von Hähnchenkeulen. Ich habe die gewaschen, gereinigt, ich habe die in der Nacht halt in Salzwasser und Essig gelassen. Jetzt habe ich die halt gewaschen und ich fange an und die kommt mit mir mit. Bisschen Öl. Zitrone. Gewürze. Wasser. Jetzt kommen die Kartoffeln. Und ab ins Ofen. So, das ist das Ergebnis von meinem. So, das ist das leckere Endergebnis von meinem Ofengericht für heute mit Kartoffeln. Sieht echt so lecker aus und es geht echt ratzfatz. Wie gesagt, stell es mal kurz hin. Lecker.
ja, ich hoffe, es hat euch gefallen zuzuschauen. Und das Rezept vor allem, das ist echt ganz leicht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch, aktiviert die Glocke für das nächste Video, das benachrichtigt wird. Und nicht vergessen zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal auf meine marokkanische Küche wie ich kam. Tschüss!